Servus Leute, wir sind wieder zurück in der Bar in Watch Dogs. Schauen wir mal, vielleicht gibt es irgendwelche interessanten Persönlichkeiten. Man muss wirklich viel auf die Leute schauen, weil die haben teilweise coole Namen, habe ich jetzt schon mitbekommen, von einigen Leuten geschrieben bekommen. Auf das achte ich fast gar nicht, weil es ja nicht wirklich für mich was Wichtiges ist. Aber halt beim Spielen kriegt man das nicht so mit, finde ich. Aber ihr seht das natürlich beim Video ein bisschen, ihr könnt ja auf die ganzen Details noch achten, was du beim Spielen eigentlich die ganze Zeit übersiehst. 13.000, wir haben da schon wieder so viel Bank. Wir werden, bevor wir die Hauptmission machen, noch kurz zu den Bankomaten hinterlaufen. Nein, wirst du nicht. Gib deinen Auftrag für diesen Hacker raus. Komm. Wie bitte? Leg auf, sofort. Ja. Sind Sie noch dran? Nein, ist er nicht mehr. Gut, Sie sind der Chef. Danke. Ich werde mich nicht wehren. Das wie's. Was? Dann starten wir doch die Hauptmission einfach. Akt 3. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Horny. Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen. Um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Okay. Und meine schlimmsten. So, Bas, wir sollen da das Ding hacken. Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber... Okay, komm. Machen wir es halt so. Einbruch entdeckt, Passwort wird zurückgesetzt, eingehende SMS, Hinweis an Manager gesendet. Verdammt, das war schlampig, Piers. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Genau. Nein, steck die Waffe weg. Bevor jemand die Bullen ruft. So, da haben wir ihn. Was ist das? Kein Passwort gefunden. Oh Scheiße. So, wem hacken wir da jetzt? Was ist er da im Yachthafen angestellt? Ja, schön, aber der hat das nicht empfangen, oder wie? Richtig. Bitte, tu für mich, ja? Die Unterhaltung ist eigentlich ziemlich wertlos. Der flattert mir nur das Geld. Das kann nicht sein. Z01 E33T1. Perfekt. Jetzt können wir nämlich da, müssen wir wieder da hingehen können. Und uns einen Zugang mit dem Passwort. Das ist ein bisschen mühsam da jetzt gerade, finde ich. Oder kann man da reingehen? No. So. Trägersignal, Situation 2. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er in Pawnee ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. Genau. So, dann tun wir den CTS-Turm infiltrieren. Da drüben kriegen wir nochmal ein bisschen Geld. So, wie bei diesem Aspekt? 300 Meter. Die werden wir ein bisschen Jogging machen. Ein bisschen was für die Fitness. Obwohl ich eigentlich im echten Leben nicht so der Typ bin für die Fitness, muss ich ehrlich sagen. Ist zwar cool, Sport und so weiter, viel Skifahren tue ich extrem gerne, aber teilweise weiß ich nicht, was Leute so Fitnessstudio, man kann, weiß nicht, Fitnessstudio gibt mir persönlich überhaupt nichts. Wow, 60.000 und da ist der nächste, das Bankkonto und da wäre der nächste mit 9.000, wieder 10.000 und hier mal das nächste mit 2,5, 2,3 natürlich. CTS-Turm, aber da sieht man gar keinen. Wundert mich, dass deiner ist. Wir hätten doch fahren sollen, ist ein bisschen weiter, als ich gedacht hätte. Aber da hat er den Wagen stehen.
Den werden wir uns gleich mal nehmen. So. Neues Fahrzeug verfügbar. Schau, haben wir noch nicht einmal gehabt, das Fahrzeug. Wahnsinn. So. Wie kommen wir da rauf? Da vorne. Sieht's gut aus. Das war ein geiler Stunt. So. Satellitenschüsseln. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Strom gibt es auch noch. Okay. Kenny hat es hier sicher benutzt. Das ist halt dieses Problem, wie kommen wir da rein? Wir müssen eine Kamera natürlich mal finden. Und hier haben wir sie schon. So, die bringt uns nicht sehr viel. Die könnte ein bisschen mehr Ausschluss bringen von dem, die, von der Linie. Genau. Das reicht schon einmal. Wir sollen die Station aktivieren, um auf die Daten zuzugreifen. Okay, da fahre ich nur die Antennen hin und her. Gut. Wir müssen irgendwie in den Keller hinunter. Da geht's nicht hinein. Zumindest wird's angezeigt, dass das unten ist. Ah, da schaut's gut aus. Okay. Wer stellt so eine Kamera bitte ein? War das schon die richtige? Nein. Habe ich mir fast gedacht. Zuerst tun wir mal entriegeln. So, und wie komme ich da nun weiter? Irgendwie hüpft man da nämlich auf eine andere Kamera. Obwohl ich da nur entriegeln will. Hä? Gibt's einen zweiten Zugang? So, da ist die Tür noch auf, zu. Schauen wir mal, irgendwo muss da noch was geben. Aber ich glaube fast nicht, das muss da unten sein. Kann es sein, dass da unten auch was umgestellt wird, wenn ich da heroben die Antenne bewege? Geht nur da hier entriegeln. So. Leute, jetzt nervt's mich. Wie komme ich da vorbei? Ich habe da das entriegelt, das ist schon klar. Aber da gibt es keine zweite Kamera mehr. Bin ich zu dämlich oder? Wir müssen. Warte mal. Da ist auch noch ein Eingang. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir da auch nicht reinkommen. Da ist auch noch ein Eingang. Wenn wir sich mal die Kamera schnappen. Die Kamera könnte da ganz gut sein. Na, die bringt uns nichts, die ist vielleicht besser. So, da am Dach.
Was muss das mit der Kamera eh gehen? Das ist von der Seite. So, und wie komme ich jetzt? Na, das ist aber, ich muss da irgendwie rein. Ah, wow. Ich glaube, wenn ich die Kam, wenn ich den bewege noch einmal in der Mitte, dass ich mich zwar da herstelle, aber die Antennen bewege, könnte die Kamera eine schöne Position haben zu dem Schalter und dann kann ich sie entriegeln. Oh meine Güte, wird das heftig. Schwerste Kontrollzentrum, das wir dabei gehabt haben, Dauer, was wir dabei gehabt haben. Aber war mir fast zu erwarten. So, jetzt müssen wir da wieder zurück, dass ich in die Mitte bei der Antenne hacken kann. Perfekt. Antenne. Bitte sehr, danke sehr. So. Ich schätze mal trotzdem Antenne. So, da geht's auch nochmal hinunter. Ich hoffe, das war's dann auch, dass ich dahin, dass ich da jetzt weiterkomme schon langsam. Ah, das war das, was wir freigeschalten haben. Weil wir müssen halt laufen. Scheiße, da ist die ganze Leitung. Die ganze Gasleitung hat sie, Dampfleitung hat sie zerrissen. Okay, okay, okay. Ich stecke mitten im feuchtesten Traum jedes Verschwörungstheoretikers. Okay, ganz ehrlich. Ich wüsste Melken die Debato. Ja, wir hacken den Computer hier mal. Hi Melken, danke, dass du deine Bedenken bezüglich des bewährten Codes geäußert hast, aber sei beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features und es gibt keine Neuigkeiten, wir beschweren dich zum Kundenbetreuer. Na dann, perfekt. Was soll der Kundenbetreuer? Jetzt kann ich da das hacken. Und komm da raus. Das bringt mir jetzt was, wenn ich da rausgehe. Dass ich drüben wieder reingehen kann. Hm. Systemschlüssel brauchen wir keinen. So, natürlich muss ich jetzt drüben reingehen. Das war ja gar nicht so einfach. Ganz schön geil abgesichert. So, und dann können wir uns hier in den CTOS-Turm reinhacken. Perfekt. Das war jetzt, müsste normalerweise, soweit ich das weiß, der letzte sein. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Ja, das hoffen wir auch natürlich. Und wie es weitergeht, wie wir zu der Bar kommen und so weiter und so fort, sehen wir im nächsten Part dann. Bis dann. Ciao Leute.